Herzlich willkommen zurück zu Outlast Teil 2, der 19. Teil. Ja, wie schon im letzten Video erwähnt, ich denke, wir kommen langsam zum Schluss. Ich weiß es aber nicht, also gehen wir einfach mal weiter. Ich kann ja nur dahin. Ja, das ist jetzt wohl nicht dein Ernst, oder? Dass ich jetzt doch rüberspringen soll. Ist klar. Ja, nee, ist klar, ey. Oh, geil, hast du gesehen, ey. Fantastischer Sprung hier. Und wir haben was zum Lesen. So. Tut mir leid, ich habe das Seil vom Flaschenzug geborgt und damit in den Himmel zu klettern. Haha. Wenn der Fettsack Ezekiel euch kein neues Seil gibt, könnt ihr mich herunterschneiden und es wieder zurückholen. Weil ich es wahrscheinlich nicht mehr brauchen werde. Das ist ja eine tolle Wurst. Shit. I can't. A rope. Okay. I just need a rope. Ich brauche also ein Seil. Wo ich mich darunter lasse. Okay, ist in Ordnung. Das heißt, die Tür muss hier. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Hä? Ja, wie soll ich denn jetzt da weiterkommen? Ich kann da aber wieder hochspringen, oder? Ich will da nicht hin. Nein. Nein. Kannst du vergessen? Der schnauft schon wieder so komisch. Oh meine Fresse. Da kommt wieder so ein Meuchelmörder. Hat jemand an die Tür geklopft, oder? Ja. Es ist definitiv Fakt, ich muss irgendwie da hoch. Egal wie. Ich weiß nur noch nicht wie. Fakt ist, da schläft wieder so ein Arschloch rum mit einer Machete in der Hand. Beweg mich mal ganz langsam. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Deswegen duck ich mich jetzt einfach hier mal. Okay, da kommt einer. Den lassen wir jetzt mal kommen. Normalerweise dürfte der mich ja hier drinnen jetzt nicht sehen. Schön, dass er da weiterläuft. Oh, alter Vater. Meine Fresse. Okay. Was geht denn jetzt ab? Wo ist denn? Echt? Kehrt euch zu mir? So will ich euch kennen.
Ach komm, erzähl mir nichts! Lass mich raten, ich bin tot? Natürlich, war ja klar. So eine Scheiße. Das geht mir jetzt schon wieder auf den Sack. Das geht mir so was von auf den Sack, ey. Ich renne mal dahin. Bin ich da? Kurz so viel Knopf wie du willst, ich bin nicht da. Ich glaube echt ohne Kamera ist es im Moment besser. Ich wüsste, was ich hier machen soll. Ja, ich war's. Ich brauche ein Seil. Das Problem an der Sache ist aber, ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufen muss. Mal kurz die Funzel ummachen, ob es da irgendwo. Scheiße! Ich laufe einfach mal. Egal wohin, Hauptsache was. Fuck. Also da hinten geht's anscheinend nicht weiter. Okay, der sieht mich nicht. Finde ich geil. Mal gucken, ob. Ne, also wie gesagt, da hinten kommt gar nichts. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo gehe ich hin? Gute Frage, nächste Frage. Da ist ein offenes Fenster. Batterie nehme ich gerne. Also hier nützt mir mal absolut gar nichts. Kann ich das Fenster öffnen? Da steht auch wieder so ein Kapute. Hallo? Okay, ich bin erst einmal sicher. Das heißt jetzt für mich, erst einmal. Heil. Das ist es erst. Du Arsch! Ach, jetzt bin ich wieder durch. Oh Mann, ey. Also das Seil muss hier da irgendwo sein. Also das ist schon mal definitiv Fakt. I'll die if I drop down that hatch. Na super. Maybe there's a rope or something. Ich brauche ein Seil.
Ja, nee, ist klar. Der hat mich jetzt nicht gesehen oder was? Will ich mich verarschen oder was? Der guckt sogar in deine Baumstämme nach. Komm nicht weg! Sorry, ich komm nicht weg! Ich häng fest! Ich komm nicht fort! Verdammte Scheiße! Ihr Schweine! I just need a rope. Ja, das wissen wir ja schon langsam. Sag jetzt wohl, der sieht mich nicht. Verdammte Scheiße, der sieht mich wirklich nicht. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, wo der hinläuft, ne? Weil ich kann ja nicht einfach jetzt da rausgehen und weiterlaufen, schön weiterlaufen. Komm, du Schlampe, bieg links ab, du Affe-Arsch. Ach komm, erzähl mir nix! Moin! Oh, da steht ja einer! Geil! Du kannst mich mal im Arsch! Oh Mann, ey, in dem Spiele fängst du im Minutentakt! Ja, komm, sag der Messias ist da, verpiss dich, du Arschloch! Jetzt ist die Tür da drin offen. Oder auch nicht. Versuchen wir das mal ein bisschen geschmeidiger anzugehen. Finde ich geil. Aber kein Seil. Lass mal die Türe offen.
Da steht auch schon wieder einer. Ich hoffe jetzt mal, der sieht mich nicht. Schön weglaufen, schön weglaufen. So ist Buff. Scheiße, er kommt wieder. Mal gucken, wo der hinläuft. Vielleicht läuft er ja ganz weg. Sehr, sehr gut. Leck mich dran, Arsch, da steht ja auch einer. Seil. Ah, jetzt kapiere ich das. Das Seil. Okay. Das ändert natürlich einiges, ne? Jetzt ist die Frage. Wie kriege ich dieses Seil? Also ich muss irgendwie da hochkommen und dieses Seil. Okay. Fakt ist, das hätten wir mal geschafft. So, wäre schön gewesen, wenn es jetzt gespeichert hätte. Muss ich den ganzen Scheiß, wenn ich es nicht noch einmal mache. Speichert. Geilo. Das heißt, jetzt muss ich nur noch zurücklaufen. Und das Seil praktisch an dem Ding anhängen. Das Problem ist, ich werde wahrscheinlich eine verdammt große Gegenwehr kriegen.
nicht mehr drüber. Jetzt hätte ich natürlich die Möglichkeit, einfach durchzurennen. Könnten wir mal probieren. Ich meine, es hat ja da vorne abgespeichert. Mal gucken, wie weit wir kommen. Boah, scheiß Idee. Meine absolute scheiß Idee. Weil das Arschloch jetzt ausgerechnet mit seinem scheiß Pfeil und Bogen wieder da steht. Das ist zum Kotzen. Okay, wir haben das Seil. Wir werden doch wohl irgendwie dort durchkommen. Alter! Krieg ich durch das Ding durch? Sonst sieht mich keiner. Gut. Sehr gute Idee. Sehr gute Idee. Ich glaube, ich hab's. Ja! Fuck you, Baby! Ihr Hops packt. What? Don't touch me! I said, get your hands off me! Natürlich, der schnallt Teil durch, gell? Das war so klar. Geht dir für den Film auf, ey! Boah, ist das der Fette? Ist er endlich hin? Geil! Er ist hin. Wahnsinn! Ich brech zusammen. Das Arschloch hätte mal los. What the fuck? Es speichert. So, das heißt für uns, wir können wieder einen Cut reinmachen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Oder wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann abonniert mich doch. Egal was. Ich freue mich auf alles, was ihr tut. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Und ich denke, grüßt mir die wieder.